Moin Leute, die Mission der Klamotten geht weiter. Das Wahnsinn nimmt seinen Lauf. Wie ihr schon mitbekommen habt, hier sind ganz viele Trainingstrikots drin, die wohl die Jugend bekommt, so wie ich das verstanden habe. Ist sinnvoll. Die fahren Sven und ich jetzt zu unserer Firma. Zu deiner Firma? Zu unserer Lieblingsfirma Speckmann. Dort werden die dann bedruckt. Ich glaube, da kommt der Vereinsname rauf, damit die auch zum Trainingsauftakt neue Saison startklar sind und verteilt werden können. Bringen wir runter, packen wir bei dir ins Auto, fahren wir da eben hin und dann kommen wir wieder zurück. Genau. Gut. Können wir die da runterrutschen lassen? Fast. Nö. Wie findest du mein Stativ? Ja, das ist toll. Kamera rein. Ja, energisch. Autoschlüssel. Ja, sollte wohl reinpassen, oder nicht? Jo! Was? Was los? Was? Ja, ich weiß, dass die da rein müssen. Ja. Ja. Wir wollen los. Du willst los? Ja. Ja. Hätte man den nicht zukleben können? Das ist der Wahnsinn. Guck mal, ich hab sogar noch Klebestreifen da. Was willst du damit denn? What's Fußball-Shit. So, kurz zu. Ist zu. Dann fahren wir los. Alles klar. Hallo. Wir sind da. Jo. Buffet. Super. Yeah. Lass uns los. Tü-tü. Kuckuck. Hallo. Hier ist mein Tee. Gut, alles gut läuft. Hi, moin. Wollte ich wieder filmen. Machen wir schon. Wo hast du doch? Nur für euch. An so Tagen, wo man sich aus dem Bett fällt und denkt, das ist heute schlimm, das ist irgendwie ein gebrauchter Tag. Das Wetter ist halt einfach. Ne? Also ja. Der Sommer hat da nichts mehr zu tun. Ist auch kein Sommeranfang. Nee. Aber naja, wollt ihr Kaffee? Ja, also ich ja, Sven nicht. Nee. Ich spreche einfach mal viel. Du trinkst keinen Kaffee. Soll ich einen Chai Latte machen oder so? Ui. Wasser. 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 Haben wir auch. Der Bruder schreit da rum. Wo ist denn meine Frau? Die schreit immer rum. Wo ist denn mein Büro hier eigentlich? Hi. Hallo. Hinter dem Lager. Bist du umgezogen? Ich? Wieso? Hier war ich noch nie. Ach, du warst hier noch nie. Also in deinem Büro war ich noch nie. Ich würde dir jetzt ja gerne einen Platz anbieten, aber du siehst ja, ich habe kein Büro, ich habe nur ein Lager. Alles gut. Sie haben ja Sachen mitgebracht. Ja? Du weißt angeblich Bescheid. Ich weiß immer Bescheid, weißt du doch. Ich glaube, es geht um die Jugendsache. Oh! Das ist okay? Was denn? Ah, Geheimnis. Wieso Geheimnis? Unser Udo veranstaltet im Pfarrhaus wieder Bingo-Abende. Und das ist jetzt der zweite, den er macht. Und ich habe gehört, vielleicht kann Sabine das bestätigen, gestern Abend, also das Video kommt ja ein bisschen später, Abend am 11.06. haben wir um 18 Uhr die Tickets online gestellt. Ne? Genau. Und ich habe heute Morgen gehört, die Tickets, die online waren, die sind schon weg, ne? Ja. Ja, und jetzt haben wir noch welche in Handform, weil ganz viele Anfragen kamen bei Udo, die da nicht so internetaffin sind. Die wird er dann auch noch so los. Also ist das zweite Mal, dass das ausverkauft ist. Korrekt. Bist du auch? Darf ich dich einladen? Ich habe leider keine Zeit. Nee, ich habe leider keine Zeit. Das ist 21. Ne? Ja. Ja, einen Tag später fahren wir in Urlaub für 3 Wochen. Ich fahre am 22. nach Italien. Ja? Für 4 Tage. Wie viele Tage? 4. Das lohnt sich überhaupt nicht. Wie heißt das da? Gardasee. Ach so, okay. Kartons mit. Mit den Game-Shirts und so. Die sind wohl für die Jugend. Was darauf soll, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Wenn das eine weiß, dann du. Torben hat, du weißt das auch nicht. Ich weiß gar nichts. Meine Frau sagt mir vor 10 Minuten, dass ihr da seid. Das ist so. Super. Ja. Alles gut, ja. Kriegen wir hin. Top. Logo habe ich auch schon. Logo kommt auch auf. Sponsorenlogo. Welches? Könnte ich dir zeigen. Dass ich gehe wieder arbeiten. Mach das. Ah, Eike. Ja, ach, macht Eike das. Ja, siehst du, so schließt sich der Kreis. Eike macht jetzt Sponsor von der Jugendreife. Hm. Jetzt, wo du das sagst, habe ich das wieder im Hinterkopf. Ist das ein komplett Jugendfesterkopf oder muss ich da noch
wieder was auseinandersortieren. Vielleicht musst du das auch auseinandersortieren. Ich habe die Kartons mit Sven so genommen. Mhm. Das hieß, die sollen hierher. Ja, wir können gleich mal reingucken. Ja, und dann ist da noch ein Karton bei mit grauen Shirts, ohne Polo. Ohne Polo, also meinst du Trikots jetzt oder was? Du hast Trikots? Wir können ja einfach mal wir gucken. Schauen, ob es besser ist. Wo wollen wir lang? Wo steht ihr denn? Vor dem Tor Warenannahme. Ja, dann gehen wir da hin. Oh, hier ist schön warm, hier bleibe. Hier ist Hocke nicht immer. Ja, ja. Stell mal eine Tasse hier irgendwie. Ja. Huch, mitten im Video ist der Udo da? Ja. Ihr könnt jetzt was gewinnen. Und zwar diese Akku-Kaffeemaschine und dieses DAB-Radio. Was müsst ihr dafür tun? Ein Gefällt mir da lassen, abonniert den Kanal. Und was war eure schlimmste Baustelle, die ihr irgendwann mal fertig gemacht habt? Doch, doch, das möchte ich jetzt. Ich möchte wissen, was die für Leute für eine schlimmste Baustelle hatten. Ich habe auch immer jeden Tag schlimme Baustellen und das möchte ich von den Leuten jetzt auch hören. Ich glaube, die sind auf einer Wellenlinie wie bei mir. So, weiter geht's mit dem Video. Und hier, warte, das sind die, die ich eben zu dir sagte. Oh, ich habe mal eine Tasse da hingestellt. So, was haben wir denn schön? Ja, das wird Sabine uns bestimmt gleich erzählen, was wir haben. Und das sind jetzt Was soll ich euch erzählen? Trikots oder was? Nee, das sind Hosen. Wofür sind die? Das sieht man an dem Wort Short. Ja, ich habe da nicht hingeguckt. Wofür sind die denn jetzt? Ja, das sind eure normalen Trikots. Genau. Mit dem weißen Moin drauf. Ja, aber wer kriegt die denn? Das weiß ich nicht. Aber es sind auch nicht die neuen, ne? Das sind auch die alten, ne? Was ist der Unterschied zwischen neu und alt? Ruf mal Wilfried an, die haben so leichte Zeitverschiebung, aber... Das ist morgens jetzt. Das. Ist morgens, Primo hat, genau. Dörster hat Primos überarbeitet. Mhm. Es gibt ein neues Design. Aber lass mich raten, die Ahnung hat wahrscheinlich nur Wilfried? Ja, ich schreibe ihn. Vielleicht. Wobei, ich habe mit Wilke darüber geschrieben. Ja, dann läuft das ja. Vielleicht auch Kollegen. Ja, danke noch für die Ware. Ja, bitte. Aber hier müsste man dann, weiß ich auch nicht. Ja, die sollte ich da mit reinpacken. Okay. Hab Derby Star da mit reingepackt. Promo-Shirt steht ja drauf. Ja. Ne, wie Short. Ne? Aber Shirt Hose. Mit I, ne? Shirt. Ja, mit I, nicht mit ja, O. Ja, wie Short, Shirt. Timo. Shirt. Ja, du weißt, was ich meine. Oder auf dem Arm? Nee. Nein. Warum fangen wir gar nicht erst an? Gut. Warum nicht? Nein. Warum denn nicht? Bedruckt mir mal einen Ärmel. Und dann sprechen wir weiter. Ja, ja, ich muss erstmal das Ketten. Ach so, das Käppi. Okay. Was denn? Eine 3XL-Jacke, eine süßjacke Steppjacke. Ja. Die hat einer unserer netten Kunden mit einem Cuttermesser aufgemacht und dann retourniert, weil war ja ein Riss drin. Nee. Ja, die habe ich da und dann habe ich noch einen lila Faden in meinem alter Pulli, den haben wir versehentlich in schwarz gedruckt. Den kannst du gerne auch mitnehmen, ansonsten hätte ja, ich jetzt gerade nichts. Den nehme ich mit. Zu meinem Büro müssen wir gleich da. In ihr Büro. Müssen wieder was abstauben oder was? Ja. Denkst du nicht vor umsonst hierher? Oh. Dann bekommst du den Grund. Auch Kaffee. Den Kaffee von neuen Klamotten. Wie ist Regabetrieb? Gut was zu tun, du siehst ja alle wuseln rum. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, überall sind welche. Hauptsache. Habt ihr euch denn jetzt mittlerweile eingelebt? Ja, schon. Ja. Eingelebt schon, aber es ist halt schon noch dieses Pendeln, ne? Von zu Hause hin und her. Das immer noch ungewohnt. Ist immer noch ungewohnt, das ja. Das ist halt doof irgendwie, ne? Weil du hast die Kinder dann nicht direkt bei dir, sonst hätte ich die immer mit rumwieseln, ne? Ja, dann musst du hier einen Raum bauen oben. Nee, ja, wir arbeiten ja. Ja, das ist ja das Problem. Teilweise laufen die Maschinen ja auch mal noch bis 11, 12 Uhr. Echt? Und dann fahre ich nachts hin und stelle die Maschinen aus und so. Und das konntest du natürlich früher immer super spannend. Und schlafen und so. Beim ins Bett gehen, ausmachen. War's erledigt. Oder danach halt, wenn die Kinder jetzt immer eben eine Stunde ins Büro oder so. Genau. Ja, das ist jetzt scheiße, ne? Macht man halt so nicht mehr, ne? Nee. Rufen die Nachbarn an, denken, sie sind Einbrecher oder so. Ja, aber ihr müsst ja auch mal sehen. Gut, ihr seid selbstständig, das heißt selbst und ständig. Aber wenn du die Tür hier zumachst, hast du ja eigentlich dann eigentlich Feierabend. Nein. Nee. Nein. Also ehrlicherweise, selbst wenn wir beide im Sommerurlaub am Strand liegen, ist immer Firma. Telefon, ne? Also irgendwas hast du immer zwischendurch. Ne? Man denkt ja auch immer drüber nach, aber es ist ja nicht schlimm.
Nee. Ich finde immer, es gibt negativen und positiven Stress. Und solange das läuft und wir genug zu tun haben, ist das positiv. Und, richtig. Schlimmer wäre, wenn man hier Däumchen drehen würde und sagt, oh Scheiße. Das ist so. Kommt als nächstes. Ne? Oder wenn ich euch im Urlaub störe, weil wir noch 4 neue Spieler haben. Ja, du bist da geblockt. Ich bin geblockt. Du bist geblockt, ja. Nein, nein. Es kann auch 5 werden. Sind 3 Kinder und der in der Mitte, der ist richtig schnell, ne? Also wirklich. Sind die mit E-Antrieb? Ja, genau. Und die sind halt ja auch viel hier nachmittags, wenn die dann irgendwo nicht bei Freunden sind oder beim Sport, dann flitzen die damit durch die Halle durch. Das ist immer relativ lustig. Ich dürfte das jetzt nicht machen. Nee. Leider nur bis 5. Wahrscheinlich knackt das einmal oder es ist sehr langsam. Oder beides. Oder beides. Okay, lass mich das auch. Das war jetzt mal. Ich glaube, ich muss mal wieder öfter hierher kommen. Ich habe einen Hubwagen. Das können wir auch noch machen. Ja. Okay, ich brauche hier auch noch ein Büro. Das ist einmal der. Ja. Und hier, du siehst das, ne? Guck, das kann nur ein Cuttermesser sein. Das ist einmal gerade Karton aufgeschnitten. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, was ihr damit anstellen könnt. Ja, wir gucken mal, was wir damit machen. Du, bei der nächsten Raseneinsaat-Aktion kannst du die einsauen und nachher in ein Auto schmeißen oder so. Guck mal, haben wir Hände voll wieder. So macht das Spaß, ne? Vielen Dank. Dann läuft das mit den beiden neuen Spielern. Mhm. Klar. Da bräuchten wir dann zum Trainingsauftakt am 27.06. da. Kriegen wir das hin? Ja, 22. Ja. Habe ich notiert. Bringt ihr das denn rum eben? Das wäre super. Sava. Wo wir haben einen auszubilden, ne? Und wenn da jetzt noch die 9 zukommen, entweder vor dem 22. Bescheid sagen. Ja, oder nach Mitte Juli. Ja. Mitte Juli ist eng, ne? Wie lange? Nein. Sag mal, wenn du die Namen hast, die Nummern und so weiter, das wäre dann schon cool, wenn ich das zeitnah bekäme, ne? Okay. Ich kläre das mit Didi. Mhm. Wir fahren wieder die Stunde nach Hause. 400 Euro für jede Saison. Was meinst du, was wir immer gependelt sind, du? Hin und her. Wir hören, ne? Bis dann. Siehste. Tschüss. Bis dann. Ja. Viel Spaß euch, ne? Danke. Macht nicht so viel Unfug. Ja, jetzt scheint die Sonne. Tschüss, Sarah. Ach, tschüss. Wir sehen uns, wenn du die Klamotten bringst. Okay. So, geh jetzt. Wie du geh. Tschüss. Ciao. Wir sind wieder auf dem Sportplatz angekommen. Das wichtigste Utensil von Firma Speckmann haben wir mitgebracht. Und zwar ist das Udo seine Platzwartmütze, damit auch jeder weiß, dass Udo Udo ist. Die legen wir ihm jetzt hin, damit er die benutzen kann. Weil seine alte, die er hatte, die war völlig zerranzt und kaputt und die ist irgendwie weg. Aber wir haben gedacht, Udo bekommt eine neue Udo-Mütze, damit er auch immer weiß, wer er ist. Wir gehen jetzt noch wieder in die Kammer des Schreckens, auf eigene Gefahr. Ist so, wir wollen noch ein bisschen die Sachen zusammenlegen. Und was ganz wichtig ist, wir waren ja bei Speckmann und wir hatten ein Fuscher-Event. Bei Die Fuscher könnt ihr auch gerne mal gucken. Dort restaurieren wir ein Manta von 1975. Na, restaurieren kann man es nicht mehr nennen. Kompletter Neuaufbau, da ist auch immer Chaos, sind auch alle dabei. Udo, Wilke und Co. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, blendet Sven bestimmt gleich einmal ein. Und da haben wir zum Tag der Fuscher letztes Jahr so eine Marken gehabt mit Kette. Und so eine Hundemarken, nenne ich sie mal, die unsere Leute, die gekommen sind, sich selber bestanzen konnten. Und Sven hatte die gute Idee, dort von Firma Speckmann ein Suchstenfelde-Logo eingravieren zu lassen. Und die wollten wir dann im Fanshop verkaufen, die übrig geblieben sind. Jetzt hat Sabine uns von erzählt, die müssten schon lange hier liegen und keiner weiß, wo sie sind. Mhm. Also gehen wir noch mal auf Schatzsuche, machen noch ein bisschen klar Schiff. Wir nehmen euch einfach mit. Auf geht's. Okay. Auf das Ding. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Es hat sich jemand bedankt, der heute Geburtstag hat. Hm. Wer hat heute Geburtstag? Heute hat unser heiliger Geschäftsführer, leitender Vorstand, Wilke hat heute Geburtstag. Könnt ihr gerne einmal in die Kommentare schreiben, ein Herz für Wilke, alles Gute und so weiter, kennt ihr ja. Also heute ist Mittwoch. Heute ist Mittwoch. Ihr seht das Video jetzt am Freitag. Wenn ihr das seht, hatte Wilke schon Geburtstag. Und also schreibt mal gerne rein. Freut er sich bestimmt. So, ich traue mich wieder gar nicht. Oh, rein. Das war ich, muss ich zugeben, weil wir hatten Spielergespräche für die erste Herren. Sind auch 2 da gewesen. Die haben zugesagt, habt ihr auch wahrscheinlich schon bei Instagram gesehen. 2 Innenverteidiger, so eine Kanten. Wir wollen uns ja nur punktuell verstärken. Ne? 90% der Mannschaft bleibt so zusammen, wie sie ist. Und da musste ich hier leider einmal rein, ein Trikot raussuchen wegen Anprobieren. Deswegen, das war ich, das stelle ich aber jetzt wieder zurück. Wir kümmern uns heute erst an der Mappe.
kümmern uns jetzt aber heute um das hier. Ja. Ich würde sagen, dass wir das erstmal alles rausholen und dann zusammenfalten und sortieren. Also ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, ne? Ich muss noch ins Elternhaus. Ja, macht er nicht. Können wir anfangen. Und ich hast ja schon angefangen. Ja. Wo wollen wir denn weitermachen? Na, da wurde noch nicht ordentlich jetzt, du. Also alles ab da, da. So, und das war ja. Junge, Junge. Ja, gut. Eigentlich die Klamotten, die bedruckt sind, die müssten wir eigentlich separat packen, oder nicht? Ja, deswegen gucke ich gerade. Das ist jetzt so ein Zwiespalt. Wir haben hier eine Trainerjacke in XL. Wenn wir jetzt einen Trainer haben, irgendwie jugendmäßig oder so, und der XL hat, dann haben wir eine Jacke schon für den hier. So, das, was doppelt bedruckt ist, also wir sollten das ein bisschen separieren. So Trainersachen, die kann man ja weitergeben. Hier hast du die Nummer 8, da weiß ich zum Beispiel, wer die hat. Hier hast du eine Nummer, hier hast du was, was halt leicht abgekratzt ist. Das sollte man dann separat legen und gucken, ob man die denn wirklich überspeckt, man vielleicht, ob man diesen Flock noch abkriegt. Mhm. Fragen. Oder halt. Oder auch, damit es hier nicht vergammelt, in den Shop gebt. Genau. Gebt. Hier ist noch eine Trainerjacke, siehst du? Also. Ja, fangen wir mal an. In L. Hier ist nochmal ein Trainer. Nochmal Trainer. Ja, moin. Was ist das denn? Habe ich noch nie gehört, den Namen. Oh, nee. Was ist das für eine Jacke? Kenne ich ja gar nicht. Das ist so ein Promo-Zip. Welche Größe? L. Passt mir nicht. Na. So, guck dir mal mein zusammengelegtes an und dein zusammengelegtes. Was war das jetzt? Nummer. Ja. Hier steht BA drauf. BA? Die hatte ich. Hier soll ich mal. Hier soll ich mal. Stehen Felde-Dings drauf. Komplett clean? Ja. Hast du noch mehr? Ja, natürlich. Von wo hast du die jetzt geholt? Aus der Ecke. Dann haben wir da gleich einen Stapel mit Initialien, ja. Dann haben wir einen Stapel mit Nummern. Und? Packen wir vernünftig auf einen Haufen. Und dann muss Wilke damit entscheiden, was damit passiert. Genau. Ja, wir haben wieder ein bisschen was sortiert und da vorne schon zusammengelegt, so dass man mal sieht, was unbedruckt ist, wo eine Nummer drauf ist, wo noch Namen oder Initialien drauf sind. Das haben wir alles vernünftig einmal zusammengelegt. Das räumen wir hier gleich vernünftig ein, beziehungsweise Sven, weil ich noch los muss zum Elternhaus. Die Pullover packt Sven noch zu den Pullovern, aber wir müssen jetzt einmal hier irgendwie an den Schrank kommen, weil wir haben die Vermutung, also es liegt nahe, dass das irgendwo hingelappt wurde, die Marken mit dem Emblem vom SUS, was eingraviert wurde, die sind hier, aber keiner weiß wo. Junge, du hast da auch einen Mount Everest an der Backe. Da? Können wir was andersrum nochmal machen? Nein, wir fangen jetzt an. Abfahrt. Kann ich das... Wieso denn? Hast du jetzt meinen Pickel gefilmt? Natürlich. Stresspickel von dir. Von mir, genau. Aber hier liegen auch noch die ganzen... Das sind auch alles neue Sachen. Ja. Die Mission ist gescheitert. Ja. Wir vermuten jetzt, dass diese Anhänger schon... nach hinten gekommen sind. Das gucken wir uns aber dann an, wenn es soweit ist. Ich muss jetzt los ins Elternhaus, liegt noch ein bisschen was an und Sven klatscht die Sachen eben kurz ins Regal. Dann müssen wir mal so langsam gucken, dass wir hier komplett System reinkriegen, wenn wir dürfen und nicht gelüncht werden. Ja, dann? Ja, bis später, Sven. Tschüss. Wuchi. Erstmal durch. Ich denke mal, es sieht etwas geordneter aus. Ne, da habe ich jetzt die Jacken hingehangen. Die Pullover sind sortiert. Da ist nur Platz für das hier. Das haben wir alles zusammengelegt. Muss nochmal sortiert werden, weil es bedruckt ist und so weiter und so fort. Müssen wir sehen, was wir damit anstellen. Dort sind Sachen
die wahrscheinlich in den Fanshop kommen. Ansonsten sind da die Bälle sortiert. Da ist noch ein Trikotsatz von den Damen. Da sind Bälle, Trikotsatz Herren. Hier ist nochmal ein Trikotsatz. Ja. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Da sind die Taschen oben. Ich denke, wenn man das beibehält, dann ist hier auch ein wenig Ordnung. So, tschüss.